Hallo Marit. Hallo. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, hallo lieber Zuhörer, lieber Zuschauer von diesem Video. Ich bin heute hier im Gespräch mit Marit Alke. Mein Name ist Shalia Stevens von shaliastevens.com und heute spreche ich mit Marit über ihr neues dreimonatiges Programm mit dem Namen Mein erster Online-Kurs. Marit, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, klar, gerne. Also, Marit Alke. Und ja, ich würde sagen, ich bin Expertin für Online-Kurse durch und durch und auch schon seit ein paar Jahren. Das werde ich auch sagen. Also ich habe ja einen Blog, der heißt Coaching Produkte entwickeln. Ich muss gestehen, damals, als ich den gestartet habe, wusste ich noch nicht so richtig, traute ich mich noch nicht, das auf Online-Kurse zuzuspitzen. Aber heute würde ich sagen, also andere Produkte wie jetzt E-Books oder sowas interessieren mich nicht so sehr, sondern eben hauptsächlich Online-Kurse und da auch speziell die eigentlich so als Gruppenprogramm aufgesetzt sind. Also ich komme aus der Trainerecke. So, ich habe Corporate, also im Corporate, wie sagt man, oh, jetzt fange ich bei dir schon an, mit Englisch zu reden. Also in der Unternehmenswelt habe ich eben als Trainer gearbeitet im Blended Learning Bereich und deswegen mag ich auch am liebsten diese Formate, wo eben ein Trainer eine Gruppe leitet. Klar, aber es entstehen natürlich auch Selbstlernkurse daraus, aber meine Spezialität sind tatsächlich. Ist es tatsächlich eben Coaches, Trainer, Berater, alle, die bisher sehr prozesshaft arbeiten, an das Standardisieren in einen Online-Kurs ranzuführen? Sehr schön. Und also das interessiert auch die Coaches, Trainer, Berater und andere herzgetriebene Dienstleister, wie ich immer dazu sage, Ja. sehr, weil die Fähigkeit, einen Online-Kurs aufzubauen, aufzusetzen, auf den Markt anzubieten, ist ein riesengroßer Schritt, weil man dort auf einmal die Fähigkeit hat, weg von dem ausschließlich 1:1 Zusammenarbeit mit Kunden und Coaches hin zu mit Gruppen online, was natürlich auch andere Geschäftsmodelle und Chancen darstellt, aber auch Chancen für mehr Freiheit, Ortsunabhängigkeit und all diese tollen Dinge, wovon meine Zielgruppe die ganze Zeit redet und wonach sie quasi die Finger lecken. Also sie möchten das unbedingt. Ja, Gell? verstehe ich. Gell? Und ich habe gedacht, vielleicht reden wir heute einfach über deinen Online-Kurs, weil viele Leute, die bei mir meinen E-Mail-Newsletter abonnieren oder die auf meinem YouTube-Channel sind oder mich auf Facebook folgen, also Leute, die sich für meine Arbeit interessieren sich auch für deine Arbeit. Wir sind ja nicht umsonst Kooperationspartner, weil wir uns so gern haben, sondern weil das sich einfach gut ergänzt. Ja. Und es gibt, weil es so viele Leute gibt, die sich die Frage stellen, ist es der richtige Zeitpunkt jetzt für diese neue Geschäftsmodelle, für diesen ersten Online-Kurs, die vielleicht sogar in sich spüren, es ist an der Zeit, wollte ich dich einfach zu deinem neuen Kurs befragen und herausfinden, worum geht es dort? Also lass uns einsteigen mit der ersten Frage, nämlich für wen wurde dieser Kurs spezifisch kreiert, beziehungsweise wer wird am meisten davon profitieren? Ja, du hast das ja schon angesprochen, auch mit dieser Entwicklung, die man einfach auch macht, ne? Du begleitest die Leute ja auch dabei, ihre Positionierung zu klären. Du begleitest sie dabei, erste Pakete mal aufzumachen, mal wegzukommen von diesem reinen, ich guck mal, was der Kunde von mir will und dann gestalte ich was, stärker proaktiv zu sein. Und tatsächlich, wer diese ersten Schritte hinter sich hat, also wer wirklich schon auch angefangen hat, im Netz seine Positionierung auch zu zeigen, ja, es muss jetzt gar nicht im riesengroßen Stil sein, aber dieses Prinzip Online-Kurs, Online-Marketing, Entschuldigung, wer das verstanden hat und lebt, anfängt zu leben, der könnte an dem Punkt sein, wo er sagt, ja, jetzt starte ich mal mit einer Gruppe, jetzt starte ich mal damit mein Wissen, was ich ja schon jahrelang oder auch monatelang, man lernt ja auch manchmal sehr schnell, mir angeeignet habe, dass ich das in eine standardisierte Form packe. Also da ist so der richtige Zeitpunkt eben dann, wenn man eigentlich so eine erste Hürde genommen hat, als Coach, Berater, Trainer online gegangen ist. Du sagst immer so schön, die Expertise online bringen. Und das setzt sich tatsächlich auch voraus. Oder wer das hat, kann einfach am besten profitieren. Und dann eben ist es tatsächlich auch so ein starker Wunsch, der da sein sollte. Also ich arbeite ungern mit Leuten, die sagen, oh, alle machen Online-Kurse, ich möchte auch. Also aus so einer Trendhaltung raus. Sondern was ich brauche, ist ein starker Antrieb. Also ich brauche Menschen, die einen starken Antrieb haben und oft kommt das aus dem Schmerz heraus. Also der Schmerz ist dann zum Beispiel dieses Gefühl, ich arbeite von Woche zu Woche und ich habe Termine über Termine. Ja.
ja nicht nur die eigentlichen Beratungs- oder Coachings- oder Trainingstermine, sondern ich brauche ja auch Termine, um Kunden zu gewinnen. Ja. So, das ist overwhelming, also das überfordert einfach, das ist zu viel. Und wer da in so einer Schleife drinsteht und sagt, nee, das will ich nicht mehr, ich brauche was stärker das Ganze kanalisiert, was mir zum Beispiel auch besser vorbereitete Einzelkunden bringt, was mir ermöglicht, einmal pro Jahr eine große Aktion zu machen und damit viel Umsatz reinzuholen, statt eben immer von Woche zu Woche denken, oh, habe ich genug. Das heißt, es ist oft so ein Grundschmerz, der dann dazu führt zu sagen, ja, yes, ich will jetzt in diese Arbeit reingehen, weil das ist zwangsläufig, es ist Arbeit, es ist eine Investition, diesen Kurs zu entwickeln und den auch zu vermarkten, weil das ist letztlich auch die mindestens genauso große Herausforderung. Sehr gut, okay, alles klar. Dann fasse ich zusammen, also Coaches, Trainer, Berater, herzgetriebene Dienstleister, die bereits erste Online-Sichtbarkeit haben, vielleicht über einen eigenen Blog, über einen eigenen Podcast, vielleicht haben sie schon erste E-Mail-Marketing-Ansätze begonnen zu machen. Also sie haben grundsätzliches Verständnis über Online-Marketing und setzen das zu einem gewissen Grad ein. Und die einen starken Antrieb haben, um diese neue Geschäftsmodelle einzusetzen und auch die Lernkurve auf sich zu nehmen, die damit verbunden ist. Wir wissen ja, dass man also ganz viel Neues lernen muss und umsetzen muss. Technische Natur, didaktische Natur, Marketing-Natur, weil man, wie man vorher vermarktet hat an Einzelkunden, ist ein bisschen anders vielleicht, als wenn man in Richtung den Kurs fühlen mit Gruppen. Okay, also spannend. Und Marit, das ist die Sache, woran wir immer arbeiten bei Zielgruppe und Positionierung, nämlich die Frage, was ist die Transformation? Ja? Wo würdest du sagen, stehen deine Kunden am Anfang des Kurses gegenüber am Ende? Mhm. Ja, den Anfang habe ich ja eigentlich gerade schon beschrieben, auch mit dem Aufbruchwunsch, so jetzt möchte ich mein Geschäftsmodell auch weiterentwickeln. Jetzt bin ich bereit zu investieren und auf eine neue Ebene zu kommen. Ich weiß, ich muss lernen. Ich weiß, es wird auch mal eine schlaflose Nacht und vielleicht auch einen Fluchen kosten. Ich mache das jetzt aber. Also das ist so die Ausgangslage. Genau, wie du schon sagtest, auch durchaus irgendwie erste E-Mail, also Kontakte vorhanden, eine kleine Liste. So, und die Transformation ist relativ groß. Ich kriege es nicht in kleinere Schritte, weil es eben so ein Projekt ist. Und dieses Projekt kriegt man, finde ich, schlecht in kleine Einzelprojekte zerteilt. Ja. Man könnte das über ein Jahr strecken, wollte ich aber nicht. Das heißt, es ist eine relativ große Transformation. Und zwar findet etwas statt, also klar, am Anfang ist es erstmal dieses, wem will ich eigentlich was jetzt standardisieren? Das ist natürlich für viele schon eine Herausforderung. Was packe ich wie in Module? Also da einfach so eine gewisse, im Grunde ist es eine Trainer-Basisausbildung, die sich aber speziell auf dieses Online-Kurs trainieren oder moderieren von Gruppen bezieht. So. Die Transformation, würde ich mal sagen, ist schon relativ groß, aber nicht gigantisch. Mhm. Dann gibt es die Transformation, dass man zu jemandem wird, der smart die Technik für sich zu nutzen lernt, weil meine Zielgruppe sind tatsächlich eher technikunaffin oder vielleicht auch nicht sehr affin. Also unaffin finde ich schon ein bisschen krass. Also jemand, der jetzt wirklich sagt, boah, mit Technik habe ich gar nichts am Hut, da habe ich richtig, kriege ich Allergie, wenn ich nur dran denke. Auch bei mir im Kurs nicht. Yeah. Aber wenn jemand sagt, weiß nicht so ganz sicher, bin ich mir da noch nicht, vieles mache ich das erste Mal, die sind bei mir richtig. Es muss eine Offenheit da sein. Mhm. Und meine Teilnehmer haben alle danach eine größere Sicherheit, sich in neue Tools einzuarbeiten, weil sie wissen, okay, das ist schwierig, aber ich kriege es hin. Yeah. So, weil ich habe auch irgendwie eine Community, die hilft mir dabei und es geht so diese Angst weg. Also in der Psychologie nutzt man das Wort Selbstwirksamkeit. Mhm. Also die Teilnehmer bekommen diese Selbstwirksamkeit, ja, ich kann Technik. Ja. Da, wo ich sie brauche, kann ich Technik. Ja. Wobei ich halt immer sage, die Technik ist nachgelagert. Also erst eine gute Konzeption, erst ein guter Plan und dann genau gucken, welche Technik muss es denn jetzt wirklich sein. Es muss niemals die ganze Bandbreite sein, gleich beim ersten Mal. Ja. So, und die wichtigste Transformation, die hast du eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Viele starten mit Online-Marketing und bauen sich eine Sichtbarkeit auf. Ja. Es fehlt ihnen aber so ein bisschen das, wohin denn damit? Ja. Also, es fehlt so ein bisschen der Anreiz. Und du hast es selber schon öfter erzählt, du hast Klienten, die machen ihre Aufgaben nicht, weil irgendwie doch was anderes dazwischen kommt. Dann haben sie doch nicht geschafft, 3 Blogartikel zu schreiben. Mhm. Mit dem Ziel, eine Gruppe voll zu kriegen für einen Kurs, der einen in den Finger kribbelt und auf den man Bock hat als Anbieter, das gibt nochmal eine völlig andere Energie und einen völlig anderen Fokus, um jetzt Online-Marketing zu betreiben. Sprich,
Online-Content rauszugeben, Mehrwerte zu schaffen, die erstmal kostenlos sind, aber viel gezielter. Die sind ja viel, also man kann die Inhalte viel gezielter auswählen, ja, weil man ja jetzt weiß, was will ich verkaufen? Ja. Das heißt, man kann ausgehen von diesem, was passiert in diesem Kurs, wo ja, brauche ich die Leute am Einstieg? Ja. Kann man die Online, die Live, Free Contents, Entschuldigung, früh am Morgen, besser zuspitzen? Ja. So, und da erleben ganz viele das erste Mal, dass es funktioniert. Ja. Dass es richtig funktioniert. Ja. Also, dass sie anfangen, irgendwie 2, 3 Webinare zu geben, die vernünftig systematisch mal an Multiplikatoren rauszugeben, die sie sich vorher gesucht haben. Ja. Und alles Aufgaben in ihrem Programm, um dann zu merken, wow, hier sitzen jetzt 30 Leute in meinem Webinar und nach dem Webinar kaufen 3 Leute. Ja. Yes. Yes. Ich hab wohin, wo ich sie hinführen kann auch, gell, zum Kaufen, ja. Ich steuere diesen Prozess. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist fast die größte Transformation. Sie steht natürlich nicht oben drüber. Ja. Ja, da steht nur mein erster Online-Kurs, aber zu diesem Online-Kurs gehören ja Teilnehmer und die Teilnehmer sind das Allerwichtigste. Sehr schön. Ne, der Kurs muss technisch überhaupt nicht ausgefeilt sein beim ersten Mal. Ja. Teilnehmer brauche ich. Schön. So, und die Transformation also zu begreifen, mir haben einige zurückgemeldet, Mare, Wahnsinn, jetzt weiß ich endlich, wie Online-Marketing funktioniert oder auch, ich habe endlich Spaß dran gefunden. Ja. Ja, viele haben es offensichtlich vorher mit so ein bisschen, ja, ich muss, ja, gemacht. Und das ist für mich, finde ich, so die wertvollste Transformation überhaupt. Spaß an der ganzen Sache. Dass sie wissen, ich habe was zu verkaufen und so kriege ich es vermarktet. Sehr, sehr cool. Also zusammengefasst die Transformation. Große didaktische, pädagogische Konzepte. Was ist mein Thema? Was sind meine Inhalte? Wie bringe ich die überhaupt rüber oder erziele ich diese Lerneffekte, die ich haben möchte? Mhm. All die Techniken beherrschen, die zu der Auslieferung gehören. Ich weiß, bei dir geht es um Videos, Audios und andere Formen der Medien, wie ich mein Wissen online übermittle, aber auch wie begleite ich eine Gruppe online und all diese Sachen. Und der größte Transformation, sagst du, ist diese Fähigkeit der fokussierten Vermarktung. Und Ich bin voll hinter dir, Marit, weil ich meine, es ist völlig was anderes, eine lange Zeit auf dem Markt zu sein, zu einem allgemeinen Grundrauschen der Sichtbarkeit zu haben, zu diversen Themen gegenüber. Ich habe meinen ersten Online-Kurs, ich führe die Leute genau dahin. Alle Maßnahmen, die ich tue, dienen der Identifizierung von guten Teilnehmern und ihnen gut zu informieren, damit sie an Bord kommen. Also das ist was vollkommen anderes. Genau. Okay. Launch ist das, ne? Ja, super spannend. Also das finde ich gut. Also 3 Säulen hast du sozusagen. Ja, alles klar. Okay, gut, wissen wir das jetzt. So, du wusstest es eh. Also, meine Frage ist oder die Frage, die sich vielleicht bei vielen stellt, weil ich denke, es gibt wenige Leute, die total kahl am Anfang stehen und wissen gar nichts über Online-Kurse. Viele von denen haben entweder selber als Teilnehmer an Kurse teilgenommen oder sie haben Wissen hier, da und da aufgeschnappt. Und wir wissen, es gibt im Netz extrem viel Information über Online-Kurse, über diese 3 Teile, die du genannt hast, vielleicht auch gratis. Was würdest du sagen, ist das, was die Leute wirklich bekommen in diesem hochwertigen Kurs, den du anbietest, die sie nicht auch umsonst im Netz finden würden? Ja, das ist eine super Frage, weil damit beschäftigen Leute sich ja auch für ihr eigenes Thema. Ja. Ja, wieso soll ich alles kostenlos geben, wenn ich das noch in einen Kurs verpacke? Ja. Also erstmal, es gibt nicht alles kostenlos. Mhm. Also diese ganzen vertiefenden Inhalte, die muss man sich dann wirklich selber einzeln zusammensuchen. Das heißt, man sitzt dann als derjenige, als der Autodidakt, sitzt man vor ganz vielen Puzzlesteinen und muss die zusammenfügen. Ja. Und die sind natürlich in einem Kurs, also in meinem sowie in dem desjenigen, der es jetzt erstellt, ja, sind die in eine saubere Reihenfolge gebracht. Ja. Und das höre ich immer wieder, dass mir Leute sagen, auch gerade nach meinen kostenlosen Inhalten, Marit, hört sich super an, aber wo fange ich denn jetzt an? Ja. Und was kommt dann? Und wo fokussiere ich mich dann? Ja. So, und in diesem Programm passe ich halt sehr genau auf, dass der Fokus nicht verrutscht. Weil er verrutscht sehr leicht in Richtung, ich ziehe mich in mein stilles Kämmerlein zurück und bastel an meinen Audios, Videos, was du da gerade genannt hast. Ja. So, und mein Kurs, da sehe ich die wichtigste Mission darin, denjenigen zügig durch einen Prozess zu führen, der erste Erfolgserlebnisse bringt. Ja. Selbst wenn diese Erfolgserlebnisse nicht gleich jetzt der Evergreen-Content und das, ich mache das immer wieder und verdiene immer wieder Geld dran. Ja. Aber es ist eine erste Gruppe mit ersten Teilnehmern und ich kann daraus lernen. Mhm. Alle, die versucht haben, sich von diesem Pfad ein bisschen abzubewegen, zu sagen, ach, Marit, lass sie mal erzählen mit ihrem Erstvermarkten, dann erstellen, sind heute noch nicht draußen. Ne? Sondern die gesagt haben, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, auf diese Schrittfolge, die Marit
hier vorgeschlagen wird, die sind draußen mit ihrem Kurs. Die haben auf den zweiten und dritten schon draußen. Ja. Das heißt also, das ist wirklich der eine große Vorteil. Und das würde mir ja auch an einem Selbstlernkurs gelingen. Es gelingt über die Community. Ja. Es gelingt dadurch, dass ich Gleichgesinnte zusammen für sie zu einem bestimmten Datum starten lasse. Ja. Sagt, passt auf, lernt euch kennen, vernetzt euch, ich bin da und ich führe euch in etwa diesen Zeitplan hier durch. Ja. So, und dann kommt eine kritische Stelle, wo ich weiß, oha, jetzt ist gefährlich, die Leute könnten abschweifen, weil sie jetzt anfangen, irgendwie sich in, weiß was ich, Technik 1, 2, 3 zu verstecken. Ja. Auch darüber habe ich schon Teilnehmer verloren, sage ich mal, auf halber Strecke, die sich dann in eine Technik verbissen haben. Ja. So, jetzt will ich aber WordPress lernen oder ja. Was. Oder jetzt will ich erstmal Webinare machen, ja. Bis ins Detail. So. Genau, und das ist, glaube ich, der größte Nutzen jetzt von meinem Programm und natürlich auch von vielen anderen Programmen, die den Teilnehmer auf einer Spur halten, die eben bewährterweise zum Erfolg führen. Ja. Und das kann dieses einzelne Zusammenstoppeln von Infos nicht unbedingt für jeden. Ja. Es gibt ja Autodidakten, die sind auch ja. Völlig okay. Soll es geben, ich gehöre auch dazu. Ja. Aber auch nicht für jedes Thema ein Kurs. Ja. Aber genau, also das ist der eine Vorteil. Dann, was ich eben schon sagte, die Community. Ja. Das ist einfach so eine, sagen wir so, es sind ja die einzelnen Dinge sind ja gar nicht so schwer, aber es sind insgesamt so viele Dinge zu lernen, ja. Dass es einfach total Sinn macht, hier eine Zeit lang relativ intensiv mit einer Gruppe Menschen zu arbeiten, die ähnlich ticken. Ja. Ja. Und dass sie ähnlich ticken, liegt daran, dass ich viel kostenlosen Content rausgebe, ja. Die Leute mich gut kennen, die Leute meine Ansätze gut kennen und deswegen sehr viele mit sehr ähnlichen Werten bei mir landen. Ja. Also heute sind Teilnehmer immer noch miteinander vernetzt, haben immer noch miteinander Kontakt und da entsteht einfach eine tolle Community im Hintergrund, plus meine zeitliche Taktung, ja. Ne, plus natürlich, dass irgendwie jede Frage sofort beantwortet wird, die man kostenlos so gar nicht stellen mag. Ja. Ne, also ich habe ja auch eine kostenlose Facebook-Gruppe, dort werden auch viele tolle Fragen gestellt, es gibt tolle Antworten, aber man mag ja irgendwann auch nicht mehr mit jeder Mini-Frage in so eine kostenlose Community reingehen. Ja, klar. Ja, klar. Also das ist einfach der Riesen-Mehrwert, der sich so sammelt, dass man, also aus meiner Sicht ist es die Community. Die Inhalte sind es gar nicht, weil die wirklich oft kostenlos und manchmal füge ich auch kostenlose von mir ein und sage, guck mal, da habe ich ausführlich darüber gesprochen, weil das Wissen ist einfach nur so ein kleiner Teil. Ja, ja, das ist spannend. Also zusammengefasst, also warum dass man das einkaufen sollte lieber als alleine, wenn man nicht Autodidakt ist. Also ein bewährter roter Faden, ein bewährter Erfolgsweg, der erprobt ist, den man Schritt für Schritt gehen kann und die ganze Unterstützung der gesamten Community. Und ich kann dir nur recht geben, Marit, ich habe das nicht nur bei mir in Kursen gesehen, wo die begleitet sind, wo man von der Community profitiert, sondern ich habe auch eine Teilnehmerin von dir mal mit ihr gesprochen, weil sie hatte auch in relativ kurzer Zeit, ich glaube über diese 3-4 Monate, also sie hat zwar nicht, glaube ich, direkt nach dem 3 Monate, aber einen Monat drauf, nachdem der Kurs vorbeigegangen ist, hat sie das fertig, ihr erster Online-Kurs, und es sah super geil aus. Und ich habe gesagt, ey, wie hast du das gemacht? Und sie hat gesagt, du, ich hätte beinahe den Ball fallen lassen mittendrin, aber mein Erfolgspartner hat mich, ich habe mich committed zu ihr, dass ich das mache. Und sie hat mich wirklich in Rechenschaft gehalten, dass ich das weitermache. Und nachdem sie gesehen hatte, oben rein, dass die anderen in der Gruppe weitergehen, Ergebnisse produzieren und so weiter, sie hat sich so dermaßen angespornt gefühlt, nicht hinterher zu hinken, dass sie das gemacht hat, oder? Das ist einfach zu dieser. Weil das schon wirklich sehr schnell ist. Also jemand, der wirklich einen Monat danach mit einem Online-Kurs am Markt ist, ja. Hat einfach oft schon Vorerfahrung gehabt. Ja, hat sie auch. Hat sie auch viele Jahre hat sie ja. Hat sie ja. Also, weil das ist tatsächlich etwas, die Erwartung möchte ich nicht schüren. Also die ja. Meisten sind etwa ein halbes Jahr nach dem Start dann wirklich mit ihrer ersten Gruppe am Start. Also dass ja. Man, ja. Wenn mein Programm gestartet hat, ein halbes Jahr braucht, weil du musst den Launch fertig kriegen. Na, du musst auch noch Dinge klären, du machst ja auch Urlaub zwischendurch. Ja. Aber du hast total recht, es entsteht so ein Zeitdruck durch diese Gruppe, der manchmal schon fast ins Unangenehme gehen kann, das weiß ich. Dann nehme ich wieder Druck raus, versuche ich mit allem, was ich so schreibe, indem ich sage, hallo, es ist dein Zeitplan, dennoch, dem kann sich kaum einer entziehen. Ja, man sieht ja. Die anderen produzieren und machen und ausprobieren und dann entsteht hier eine Kooperation für eine Vermarktung und da tun sich Leute zusammen für ein Video und man denkt so, ja, wenn ich davon profitieren will, sollte ich selber in die Tuschen kommen. Und das ist ja. Schon auch ein bisschen das, schön. Dieser sanfte Hintertritt sozusagen ja. Für dieses Projekt, was ja wichtig, aber nicht dringend ist. Ne, das ist ja Zeitmanagement-Logik, ja. Um da einfach am Ball zu bleiben. Und das ist natürlich auch total wichtig. Das entsteht einfach fast von allein. Ja. Da kann man, ich kann gar nichts dagegen machen. Ich sage immer wieder,
Druck raus. Ne? Das muss, Ja, ja, du ja. sollst auf keinen Fall in den negativen Stress kommen. Ja. Ne? Aber er führt eben dazu, dass viele halt doch deutlich früher fertig werden, als sie es sonst wahrscheinlich geworden wären. Ja, wir sind auch ehrgeizig, oder? Viele von uns Solopreneure, wir sind einfach ehrgeizig und intern getrieben, leistungsorientiert. Ich weiß auch nicht, Lassen warum. wir uns auch gerne an anderen Ja, Dingen ja, ja, ausbremsen. ja, ja. Ja. Das hat manchmal seine Vorteile. Gut, also, Marit, lass uns abschließen mit dieser Frage, nämlich, wenn jemand uns gerade zuhört und sie denken darüber vielleicht nur eine kurze Weile oder sogar eine wirklich lange darüber nach, ihr erster Online-Kurs auf den Markt zu bringen, wie können sie wissen, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, anstatt später? Was? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also dieses Jetzt, glaube ich, muss aus einem selber rauskommen. Und das ist ja tatsächlich so, dass mein Programm nicht ganz billig ist. Also das ist schon, das kostet ja um 1000 Euro, also 900, unter 1000 in der Frühbucherphase und so weiter. Und also der reguläre Preis ist 1125. Und das ist eine Hürde. Das ist bewusst ein Commitment von mir, dass ich den Leuten abverlange. Also ich weiß auch, dass er das wert ist, etwas. Das ist ja klar. Ich habe einfach jetzt viele Jahre Erfahrung, über 100 Leute da durchbegleitet. Ich überarbeite es jetzt nochmal, fasse es nochmal knapper, wo es zu weitschweifig war, gehe nochmal weiter in die Tiefe, wo was fehlte und so weiter. Und dieses Commitment, das muss ein paar Tage durchdacht werden, ganz klar. Also da gilt es, den Kalender zu schnappen, zu gucken, was steht da an. Habe ich da schon viel im nächsten halben Jahr oder könnte ich mir da Zeiten freischaufeln? Weil das ist wichtig, dass ich mir ein bisschen im Kalender Zeiten freischaufeln kann. So, und wenn das gegeben ist und ich sage, okay, also dieser Preis, der erscheint mir angemessen für das, was ich erreichen möchte, und damit teste ich die Leute. Und das ist ein allererster Test, das ist wie ein Bewerbungsgespräch. Das ist wirklich dieses, bist du bereit, dich in den Zug zu setzen und die Reise von Hamburg nach München zu machen, zum Beispiel, ne? Also diese erste Reise. Und wir melden die ersten jetzt Angemeldeten schon zurück. Dass alleine diese Entscheidung, yes, ich mache das jetzt und ja, es sollen diese 1000 Euro wieder reinkommen und zwar dicke, dass die anfangen, jetzt schon Ergebnisse zu sehen. Ja? Listen, die sich füllen, Anfragen, die kommen. Total irre, das ist ja dein Thema. Also mit diesem, ne, ich komme mit dem selber. So, und genau, wenn rational gesehen der Platz im Kalender frei ist, dann ist es Bauchentscheidung. Will ich das jetzt? Also mache ich das Projekt jetzt oder gehe ich später an? Und später ist ja auch okay. Ich finde ja gar nicht schlecht. Also ich werde definitiv demnächst auch eine Seite öffnen, wo die Leute sich für den Herbst schon mal vormerken können. Weil ich ja auch weiß, dass so ein halbes Jahr Vorlauf Mal, bist du noch da? Wir haben gerade eine kurze komische Freeze-Pause gehabt. Du hast gesagt, einige haben sich schon für den Herbst angemeldet und dann habe ich nichts mehr gehört. Kannst du Also nicht den angemeldet, also vorgemeldet haben sich vorgemeldet, angemeldet. Das ist vorgemeldet. völlig okay, ne? Auch im Herbst zu starten. Aber klar, ich meine, sorry, wer jetzt die Energie verspürt, also die Energie ist das Wichtige. Solo-Unternehmer lassen sich immer von der Energie und der Faszination leiten. Und ja, wenn jetzt die Zeit ist, wirst du es wissen, glaube ich. Also ich kann es schwer noch genauer Nee, eingrenzen. ich finde es super. Ich finde es super. Ja. Das finde ich richtig gut erklärt. Also spür mal in dir, ob dieser innere Antrieb vorhanden ist, diese innere Faszination. Und schau mal in deinen Terminkalender, ob du das auch einräumen kannst. Weil es wäre schade, dich anzumelden und nicht die Zeit dafür zu haben, wirklich die Dinge anzugehen, die anstehen. Ja. Marit, ich werde sowieso einen Link posten, wo die Leute hingehen können, direkt unterhalb von diesem Video, egal wo es erscheint, um weitere über deinen Kurs sich zu informieren und sich anzumelden. Wann sind die genauen Daten für den Beginn und also wann fängt es an, wann hört es auf? Ja, also gute Frage, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also das Gruppenprogramm startet am 25.04. Und am 28.04., also da findet so ein Auftakt-Webinar statt. Zweimal am Tag immer. Also es gibt drei Webinare im ganzen Programm. Die sind einmal mittags und einmal abends um 20 Uhr, um wirklich einfach allen die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Und bis zu diesem 28. kann sich noch angemeldet werden. Danach schließe ich die Pforten. Also bis zum 27. oder 28. morgens oder so. Mal gucken. Es kommen ja immer ein paar total kurzfristig. Also wir reden von 28.04.2016, logisch, ne? Genau, und es gibt eine Frühbucherfrist, die endet am 13.03.
Ja. Bis dahin spart man noch 200 Euro. Und es wird von mir eine Webinarreihe noch geben im April. Das ist dann mein Launch, mein eigentlicher Launch. Dazu kannst du ja vielleicht auch verlinken. Na, das ist ja nochmal Ja. eine Info. Da gebe ich nochmal in drei Webinaren auch nochmal Tipps. Wie genau ist diese Roadmap, also diese Schrittefolge? Wie vermarktet man so einen Kurs grundsätzlich? Was für Prinzipien stecken dahinter? Also da gebe ich schon mal sehr viel kostenlosen Inhalt, wonach dann auch nochmal so Rabattcodes auch gegeben werden, also von 150 Euro. Das heißt, auch da kann man nochmal sparen. Okay. So, und nur die, die sich jetzt ganz spät entscheiden oder eben jetzt zwischendurch, zahlen den Komplettpreis. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auf diese Webinare zu warten, wo ich dann, also wenn du dich jetzt noch nicht entscheiden magst für den Frühbucherpreis, was ja völlig okay ist, verständlich. Ja. Genau, und jederzeit sprich mich auch gerne per Mail einfach an, dann machen wir einen Termin, wenn noch Sachen unklar sind. Da bin ich natürlich sehr gerne bereit, da zu sprechen. Ich habe nur noch keine vorgefertigten Termine. Ja. Ja, die gibt es dann wirklich erst in dieser Webinarreihe. Sehr schön, sehr Also schön. so etwa der Zeitplan. Okay, das ist der Zeitplan. Und weil du gesagt hast, dass die Leute gucken sollen, ob sie Zeit haben, also wie viel Zeit müssen sie investieren, Minimum in den Kurs und die ganzen Aufgaben, die es gibt, um wirklich voranzukommen? Wie viele Stunden pro Woche? Das ist Ja. eine Frage, die so viele Teilnehmer mich fragen bei meinen Kursen. Deswegen denke ich, es interessiert unseren Zuhörern Ja, auch. klar, das war definitiv. Also es hängt natürlich stark davon ab, was man jetzt vorhat. Ne? Ja. Also ich helfe den Leuten am Anfang zu entscheiden, mache ich gleich ein großes Programm, also mit vielen multimedialen Elementen, oder mache ich ein kleines, was erstmal in meine vorhandenen Ressourcen passt. So, aber ich denke, mit einer Stunde pro Wochentag, also mit 5 Stunden im Schnitt, während dieser normalen Laufzeit ist man gut bedient. Ne? Weil die reine Produktion, also wenn ich später wirklich anfange, Videos zu produzieren, geht bestimmt auch mal ein ganzer Tag drauf, wenn nicht sogar 2 oder 3 oder 4, die ich blocken muss irgendwie. Ja, Ne? ja. Also das ist klar. Aber wer, um jetzt an diesem Programm, an diesen 12 Wochen zügig teilzunehmen, denke ich, sind 5 Stunden im Schnitt gut gerechnet. Es gibt Module am Anfang, da wird es nicht so viel sein, es gibt Module am Anfang später, wo man sicherlich mindestens einen Arbeitstag blocken muss. Genau, was ich aber eher meinte, mit Blick auf Kalender, habe ich da noch andere große Projekte liegen. Ja. Also sowas wie irgendwie eine Ausbildung, die noch nicht abgeschlossen ist. So, das finde ich zum Beispiel schwierig, wenn sich das überlappt. Ne? Wenn dann da irgendwie sowas wie eine Abschlussprüfung stattfindet zwischendurch und ich mache parallel schon das. Oder ich starte, keine Ahnung, eine Konferenz, eine Live-Konferenz irgendwo und weiß, da wird noch viel vorzubereiten sein. Ja. Der Fokus ist das Wichtige. Also neben dem normalen Alltag kriegen wir das hin. Ja. So, das weiß ich mittlerweile aus Erfahrung, aber es sollte nicht ein größeres, anderes Projekt in dieser Zeit liegen, wo du schon jetzt weißt, mehrere Wochen meines Fokus gehen in dieses Projekt. Ja. Das meine ich damit eigentlich. Okay, alles klar. Gut. Ja. Gut. Dann, also, um alles nochmal zusammenzufassen. Also, wenn du, lieber Zuhörer, den jetzigen Wunsch in dir spürst, dass du das machen willst, geh auf den Link, den wir hier zur Verfügung stellen. Wenn du Fragen an Marit hast, kannst du über ihre Webseite coachingprodukteentwickeln.de auf Kontakt klicken und versuchen, in Kontakt mit dir zu treten, dass ihr Das mache bei, ich. genau, Marit ist jemand, die hat nicht ständig Zeit für 1:1-Gesprächen. Sie ist ja beschäftigt mit ihren Online-Kursen entwickeln, gell? Aber sie wird sicherlich die Zeit Ich nehmen, bin um. ein sehr asynchroner Mensch. Ja, ein asynchroner Ich mache Mensch. alles schriftlich Ja. und deswegen an mein Telefon gehe ich nicht ran, wenn ich keinen Termin habe. Also das ist vielleicht wichtig Ich zu auch wissen. nicht, ich auch nicht. Verstehe ich Gut. gut. Ja. Also insofern immer per Mail einfach kurz anfragen, dann Ja. machen wir einen Termin und fertig. Also Das das klappt. kriegt man hin. Okay, dann will sie mit dir reden über deine Fragen. Und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, du möchtest noch mehr über diesen Kurs erfahren, wir werden einen Link auch zur Verfügung stellen, wo du zu den Webinaren hingehen kannst, wo du diese Roadmap dir anschauen kannst und so weiter und so fort, um deinen Entscheidungsweg noch voranzubringen. Ja, würde Marit, mich freuen. ja, ich wünsche dir so viel Erfolg, so viel Spaß bei dem neuen Kurs. Ich weiß schon, dass du jetzt schon jede Menge tolle Teilnehmer drin hast, die in der Voranmeldungsphase schon sich angemeldet haben. Und ja, ich komme auch sicher zu den Webinaren. Also werde ich mir anhören, was noch sonst da dabei ist. Ja, ich freue mich auch schon so, das ist total irre. Ich habe jetzt noch so viele Wochen, aber ich freue mich schon wieder so auf diese Gruppe, ne, weil ich einfach echt Spaß dran habe, Online-Kurse auf die Bühne zu bringen. Also ich liebe das. Manchmal dauert es ein bisschen, das ist völlig okay. Ne, manche kommen erst nach einem Jahr damit raus. Ja, okay. Aber ich freue mich trotzdem über jedes einzelne Pflänzchen, was da aus dem Boden kommt, weil ich auch total überzeugt bin davon, dass das die neue Form ist, Menschen zu dienen. Also das ist ein Riesenboom und das ist ja nicht umsonst. Und ich möchte gern, dass diese Kurse, die auf den Markt kommen, gut sind.
dass die nicht nur dafür da sind, irgendwie, ja, schnell ein paar Videos und ich verdiene Geld, so, sondern ich habe Leute, die wollen wirklich Menschen voranbringen. Dabei möchte ich helfen. Und also, ich freue mich total drauf. Das ist doch ein super abschließendes Wort. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview heute. Ja, danke für deine tollen Fragen. Sehr, sehr gerne. Und bis bald. Ja, bis bald. Ciao, ciao, ciao.